In Karlsruhe sind die Formatstars zu Hause. Goldheinz bei D-Max. Da geht es ums Gold. Rainer Gottwald gewinnt Promi Big Brother. Und Vanessa wird demnächst als Vanessa Wenck ihr Leben als Supermaklerin vorstellen. Also bei mir ist aber zuerst, bei mir sind sie alle zuerst in der Martin Wacker Show. Ich freue mich heute, dass eine Mega-Expertin zum Thema Immobilien bei mir ist. Man kennt sie aus Funk, aus Fernsehen, sie kommt aus Karlsruhe. Bei mir ist Vanessa Wenck, die Supermaklerin. Grüß dich, schön, dass es geklappt hat. Dankeschön, ich freue mich auch sehr. Vanessa, die Supermaklerin ist ein Titel, den hat man dir mal gegeben. Würdest du den akzeptieren? Ja, also schon natürlich sehr provokant, aber ich finde, es sagt alles über mich aus und von daher, das Stichwort Immobilien ist drin, damit bin ich dann schon glücklich. Aber es verkürzt sich ja auf Immobilien, du bist im Grunde genommen ja tatsächlich eine Powerfrau, weil nicht nur beim Thema Immobilien, auch zuvor hast du immer versucht, was Neues zu machen, ranzuklotzen. Es gibt eine alte Geschichte, die ich dann auch gefunden habe, wo es um was ganz anderes ging, um Fitness, auch da warst du ganz vorne. Hat dich immer bewegt, in diesen Bereichen viel zu erreichen, nach vorne zu kommen und auch als Frau zu strahlen? Definitiv. Also mein wirkliches langfristiges Ziel ist, dass ich ein Vorbild in sämtlichen Lebensbereichen bin. Also nicht nur als berufliche Mama und im Immobilienbereich, sondern wirklich auch, dass ich in allen Lebensbereichen glücklich bin, mich selbst verwirkliche und dass ich damit auch gerne als Vorbild, gerade für Frauen natürlich, vorangehe und beweisen kann, dass man auch mit einem pinken Anzug als Maklerin erfolgreich sein kann und zusätzlich noch erfolgreich auch ist als Mama. Und Unternehmensgründerin, auch das ist ja wichtig, sich was trauen, oder? Ja, definitiv, das ist absolut wichtig, sich selbst was zuzutrauen und vor allen Dingen für sich selbst einzustehen, loszugehen und die eigenen Ziele zu erreichen. Das finde ich persönlich für mich wirklich lebensnotwendig und wichtig, auch als Frau da eine gewisse Unabhängigkeit zu haben. Eine beeindruckende, strahlende Frau, die wahrscheinlich auch in meinen kurzen Fragen ganz präzise Antworten hat. Vanessa, dein Sternzeichen? Zwilling. Verliebt, verlobt oder verheiratet? Jetzt muss ich erst mal gucken, was ist. Ja, also verliebt. Verliebt. Lieblingsfarbe, erkenne ich die schon? Ist es wirklich das Pink? Es ist aktuell irgendwie eher grün. Eher grün? Ja. Würde auch gut zu Pink passen, so in der Kombination. Habt ihr ein Haustier? Nee. Wenn du eins wünschen dürftest, was gibst du eine Vorliebe? Ich finde diese Chow-Chows mit diesem fälligen, wackeligen Ärschchen süß. Mit den wackeligen Ärschchen. Muss ich mal genau angucken, ob das stimmt. Welches Poster hing bei Vanessa im Jugendzimmer? Von Nick Carter von den Backstreet Boys. Das weißt du ganz präzise. Ja. Gab es ein erstes Vorbild für dich? Mein erstes Vorbild, ich muss gestehen, ich glaube, das war Jennifer Lopez. Okay, ja. Also auch prominent eine im Powerfrau, Rampenlicht. Eine Powerfrau. Deine erste selbstgekaufte CD, Schallplatte? Ich glaube auch, das waren die Backstreet Boys. Auch die Backstreet Boys. Welches Buch hast du zuletzt gelesen? Bist du ja so Fachbuchleserin in deinem Bereich oder auch mal ein Krimi? Oder ich interessiere mich wirklich sehr für generell Weiterentwicklung, persönliche Weiterentwicklung, Immobilien. Jetzt aktuell lese ich sehr viel über das Thema Tiny Häuser. Tiny Häuser wird noch ein Thema bei uns. Bin ich auch sehr neugierig. Fasziniert mich. Dein Lieblingsurlaubsziel, Vanessa? Hawaii. Oh, ganz. Hat noch niemand gesagt hier. Und wie bist du unterwegs? Hausmannskost oder Gourmet-Tempel? Gebürtig, glaube ich, im Hessischen. Ja? Jetzt im Badischen. Was isst man da? Also im Hessischen alles, was die Mama kocht. Und das ist eigentlich alles super. Also sie hat einen Mann, der ist Jäger und dann gibt es halt sehr viel Wild und so weiter. Mhm. Aber ich mag auch gerne Spaghetti Bolognese. Spaghetti Bolognese, wunderbar. Bei mir gibt es immer Superlative. Der Goldheinz war da, der strahlend mit Gold. Dann war der Sieger von Promi Big Brother da und heute habe ich die Supermaklerin. Also es geht einfach so weiter. Und du hast mit den beiden Jungs was gemeinsam. Die beiden dürfen ja vor der Kamera so ein bisschen über ihr Leben erzählen. Goldheinz bei D-Max, Rainer Gottwald,
demnächst auch im Fernsehen mit seinem Leben und auch du wirst von Kameras begleitet, Vanessa. Ja, ja. Also das ist immer relativ unterschiedlich, auch bei unterschiedlichen Fernsehsendern. Mhm. Jetzt geht es aktuell einfach um mein Leben, dass ich begleitet werde als Unternehmerin, als Immobilienmaklerin, als Mama, als nicht Ehefrau, aber Frau. Also das heißt, wird auch meine Familie gezeigt, wie wir Events machen, wie ich arbeite etc. Genau, das ist gerade so ein Projekt, wie ich auch meine Mindset-Seminare führe und so weiter. Genau. Also demnächst Arbeitstitel Die Wenks. Vielleicht. Auf welchem Kanal ist das dann zu sehen? Hast du das schon sagen? Ich glaube, ich darf es noch nicht sagen, aber man kennt ihn definitiv. Man kennt den Sender. Wir sind sehr gespannt. Wie ist das, auch als Mutter, Privatleben, immer die Kamera dabei zu haben? Ich habe das auch Goldheinz und Rainer Gottwald und andere schon gefragt, die sagen, man schaltet es irgendwann auch mal ab und trotzdem gibt es auch so eine Grenze, wo man sagt, das ist jetzt wirklich privat. Wie ist es bei dir? Also mich stört es eigentlich immer nur, wenn ich mich dann mit meinem Partner so ein bisschen in die Haare kriege. Ansonsten bin ich da wirklich sehr offen. Weltoffen, generell auch mit mir und meinem Leben persönlich. Mhm. Aber mir ist auch irgendwie nichts peinlich. Und ich glaube, dass so dieses authentisch sein und dass ich auch niemandem was vormachen muss, ich glaube, das finden die Leute ganz gut und dass es mir eigentlich auch egal ist, was jetzt andere über mich denken, weil jeder lebt ja sein Leben so, wie er es gerne hätte. Mhm. Und von daher macht mir das auch Spaß. Und du wirst ja auch erkannt als Supermarkt. Du warst schon zu sehen auf RTL Mieten kaufen live war das Format, auf Vox, eine Immobilie für Drilling hast du da gesucht, genau, auf Sat.1 und wie ist es dann auf der Straße? Kommt dann mal jemand und sagt, Frau Wenk, Sie müssen mir helfen, ich habe Eigentumswohnung, ich weiß gar nicht, was ist die wert, ist die noch was wert? Ist es so, was du angesprochen hast? Es ist eher so, dass ich so in diesem Rahmen mit du angesprochen du, werde. Du, Vanessa, helf genau, mal. Genau, ungefähr so. Also eher, dass man mich über YouTube oder Instagram gesehen hat oder jetzt halt klar auch das Thema Mieten kaufen live, wo wir wirklich die Kamera live mit bei der Besichtigung auch dabei hatten. Die Zuschauer konnten direkt Fragen an mich stellen. Genau, also das kommt durchaus vor bei den Leuten, die sich aber auch so für die Themen interessieren. Also alles rund um, keine Ahnung, Beauty-Channel oder so, damit habe ich halt nichts zu tun. Und du bist ja bei Kassel groß geworden, bist ja nach Karlsruhe gekommen. Wie ist denn der Karlsruhe so zu dir, wenn es Immobilien geht? Wir gelten ja manchmal als nicht ganz so direkt, ein bisschen ein Understatement. Dann beschreib uns mal. Also mein allererster Kunde war ein gebürtiger Karlsruher Multimillionär im Immobilienbereich. Aber hat sein Geld versteckt. Klar. Hajo, das ist klar. Oh, hajo. Und die Autos auch. Und die Immobilien, die stehen irgendwo. Aber es war tatsächlich, also der hat mir auch ein paar Jahre später mal gesagt, du Vanessa, also ich weiß nicht, ich konnte mit dir gar nichts anfangen. Du bist so fröhlich und so, also da, ich habe dich gar nicht ernst genommen. Ich habe irgendwie gedacht, das ist nur aufgesetzt und gespielt. Und das hat mir tatsächlich so ein bisschen auch dann die Realität beschrieben, wie dann der typische Karlsruher, der alteingesessene Karlsruher so ist und tickt. Das hat sich dann auch immer mal wieder so bestätigt und wenn ich das reflektiere. Aber ansonsten, die Leute, die mich kennen, die wissen, ich bin halt einfach fröhlich, gut gelaunt und mache meinen Job gerne. Ja. Und genau, die haben, glaube ich, auch sehr viel Spaß mit mir, wenn wir gemeinsam die Objekte vermarkten. Eine Powerfrau ist heute bei mir, eine Supermaklerin, Vanessa Wenk. Ich freue mich sehr, weil da kommt gute Laune ins Studio und ich hoffe, die gute Laune hält an bei deinen schwierigen Fragen. Ich bin gespannt. Entweder oder, du wühlst kräftig durch, gibst mir die Frage rüber, ich lese sie vor, dann musst du dich ohne entscheiden. Ohne das Glas dreckig zu machen. Ohne das Glas schmutzig zu machen, das sieht man sehr in der Kamera. Okay, na gut. Soll ich's wunderbar, vorlesen, ich danke dir, das mache ich selber, ich finde dich. Vanessa, entscheide dich bitte, lieber nur noch singen oder noch rappen können? Singen? Ja. Singst du heimlich oder bewusst? Ich singe mehrmals am Tag, Schlaf, Kindlein, Schlaf, um meinen kleinen Sohn ins Bett zu wiegen. Aber das ist alles sonst nicht Karaoke? Nein, ansonsten nicht. Und nicht Jennifer Lopez auch musikalisch? Nee. Ich bin eher so die J-Lo der Immobilienbranche dann. Die J-Lo der Immobilienbranche, das merke ich mir für eine spätere Moderation. Okay. Vanessa, deine zweite Entweder-Oder-Entscheidung? Mach mal kurz sehen, und schmerzlos. Aus eine lange Entweder-Oder-Frage, die längste, die ich je gesehen habe. Achtung! Lieber einen Nummer 1-Hit haben mit einem Lied, das du nicht geschrieben hast und nur
Nee, das muss ich nicht machen. Es ist schwierig. Lieber ein Nummer 1 Hit haben mit einem Lied, was du nicht geschrieben hast und dir nach dreimal Singen auf die Nerven geht, aber die Leute liebten ihn und wollen ihn immer wieder hören oder nie in den Charts auftauchen. Also so ein Nummer 1 Hit, den hat ein anderer geschrieben, das nervt dich total, ja. Bist damit aber irgendwie halbwegs erfolgreich oder lieber dann nie in den Charts auftauchen, weil dich aber das selber nervt. Sein. Ja, aber glücklich ja, sein. Ja, das Zweite natürlich. Das Zweite. Dann definitiv. Lieber nicht in den Charts. Es gibt immer so den viele gleichen. Tolle Sachen, die man sonst noch machen kann. Das war eine komplizierte Entweder. Die hat auch mich tatsächlich herausgefordert. Danke, Vanessa, dass du mir geholfen hast. Gerne. Dann wollen wir diese Frage mal wegtun, weil die war wirklich... Am besten direkt im Müll. Na, sehr kompliziert. Lass uns aber einsteigen nochmal in deine Karriere. Denn du hast, ich habe es vorhin du hast mal was ganz anderes gemacht. Da ging es um Fitness. Ja. Wie kamst du auf die Immobilien? Ja, beruflich war ich schon sehr viel früher auch im Verkauf, im Vertrieb. Mhm. Damals aber ich, nicht Immobilien, nee, oder? Damals habe ich Luft- und Seefracht verkauft und LKW-Transporte. Tatsächlich? Also für große Logistik. Und Speditionsunternehmen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich will unbedingt meinen Traum zur Wirklichkeit machen und Immobilienmaklerin werden. Aha. Und dann hatte ich auch meine erste Besichtigung hier in Karlsruhe mit einer Immobilienmaklerin. Und dann war ich echt enttäuscht, wie die so das macht. Und dann dachte ich, oh, ich hätte da so viele Verbesserungsvorschläge. Und ich hatte auch den Eindruck, dass die Immobilienmakler echt einen schlechten Ruf haben. Mhm. Und den wollte ich verändern, verbessern. Und ich wollte definitiv auch ein bisschen Farbe reinbringen. Also du hast die als graue Mäuse gesehen, dann hast dann gesagt, nee, das geht auch mit Farbe, mit einem anderen Auftreten. Ja. Wie man es vielleicht auch kennt, es gibt ja diese schon auch Dokumentationen oder auch Fernsehserien, wie in den Vereinigten Staaten Immobilien verkauft werden. War das so ein bisschen eine Orientierung für dich? Das ist tatsächlich vor 10 Jahren, als ich mein Unternehmen gegründet habe, da habe ich noch nichts mit Social Media und noch nichts mit irgendwelchen Sendungen in den USA am Hut gehabt. Aber ich hatte selber so diese Vision von, ich mache da was Geiles draus und ich hatte echt Lust, diese Branche ein bisschen moderner zu machen. Und deswegen habe ich auch meinen YouTube-Channel gegründet, deswegen habe ich auch meine Schulungsprogramme dann wirklich angefangen aufzubauen und auch Immobilienmaklern im deutschsprachigen Raum bei der Weiterbildungspflicht da zu helfen, um richtig voranzukommen. Und du gibst, wie gesagt, dein Wissen auch weiter. Genau. Kommen auch inzwischen junge Frauen zu dir und sagen, ich hätte mir das eigentlich nicht zugetraut, aber du hast mir Mut gemacht. Also definitiv ja, aber auch ältere Herren, ja, die einfach wissen wollen, wie man heutzutage das Ganze so macht. Ja, also einfach auch da in die Öffentlichkeit mitzugehen und wirklich auch eine Sichtbarkeit voranzutreiben und so dieses ganze Thema Marketing für sich selbst voranzutreiben, aber eben auch ein optimales Immobilienmarketing zu machen. Wir sind mittendrin im Immobiliengeschäft. Und du hast es bunter gemacht, du hast es lebendiger gemacht und du hast Herausforderungen schon ganz schön gehabt in deinem Job. Zum Beispiel diese Immobilie für die Drillinge. Da hast du sicherlich einiges erlebt, aber welches war deine größte Herausforderung im richtigen Leben beim Thema Immobilien? Also ich muss ganz ehrlich sagen, die größte Herausforderung, die jetzt wirklich aktuell alle spüren und das ist auch meine Herausforderung, an der ich schon extrem gewachsen bin, weil ich natürlich auch immer nach Lösungen und Optimierungen suche, ist gerade wirklich die Zinswende und dementsprechend auch in Bezug auf alles, was in den letzten Monaten und Jahren passiert ist, die Unsicherheit von potenziellen Kaufinteressenten. Das heißt, die haben gerade eine enorme Belastung, wenn sie sich dafür entscheiden, eine Immobilie kaufen zu wollen. Und da wirklich Lösungen zu finden, dass eben diese Suchkunden trotzdem in ihre Traumimmobilie kommen können und auch den Eigentümern einfach wirklich das Bestmögliche rauszuholen, das alles zusammenzuführen, obwohl die Zinsen so dramatisch gestiegen sind, das ist gerade die größte Herausforderung, aber wirklich auch das größte Wachstum, gerade für mich persönlich. Um die Menschen auch nicht in ein Risiko zu stürzen. Absolut. Wie ist deine Rate, ist ja oft so ein bisschen der entscheidende Faktor, Eigenkapitalanteil. Hat die Zinswende dazu geführt, dass du sagst, lieber mehr Eigenkapital einbringen? Wo wäre dein prozentueller Ansatz für Eigenkapital? Das Thema ist einfach aktuell, es gibt nur noch ganz wenige Käufer, die überhaupt finanzierbar sind. Das heißt, diese Zielgruppe, die wir aktuell brauchen für einen Hausverkauf, ist so schwindend gering geworden. Mhm. Also es ist auch wesentlich dramatischer als alles, was man so in der
der Öffentlichkeit mitbekommt. Also ich habe 3-mal in der Woche Zoom-Calls auch mit meinen Maklern. Also ich weiß wirklich, was abgeht. Und ich habe ja auch selber viele Immobilien und ich verkaufe auch selber für meine Kunden. Und ich weiß genau, was geht und was nicht geht. Und da hangeln wir uns wirklich von Objekt zu Objekt, von Finanzierung zu Finanzierung. Und es ist bei jedem Kunden unterschiedlich. Also das Schlimmste, was ich gerade erlebt habe, war eine Immobilie in Eggenstein, wo ich einen Käufer hatte mit 400.000 Eigenkapital. Und er wollte eigentlich 470.000 oder 480.000 insgesamt, war halt der Kaufpreis plus Kaufnebenkosten. Und das war selbstkritisch. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Heißt nicht zwingend, dass es immer so dramatisch ist, aber ich merke definitiv da große Herausforderungen. Bleiben wir beim Thema Immobilien und wir kommen zu den Immobilienbesitzern, die eventuell spüren, die Preise könnten rutschen. Wäre deine Empfehlung, zu halten, solange es geht, oder sagst auch du, es könnte in den nächsten Jahren bergab gehen, lieber an den Markt gehen? Was ist deine Empfehlung aktuell? Meine absolute Überzeugung und gleichzeitig auch Empfehlung ist, Immobilien, wenn man sie verkaufen will, lieber jetzt, sofort, heute zu verkaufen, an den Markt zu gehen, weil jede kleine Mini-Zinserhöhung drückt den Preis. Und jetzt aktuell ist es so, das sagen auch die Banker, die Finanzierer, sehen Sie es lieber jetzt noch als Chance, wie niedrig die Zinsen sind, kaufen Sie dann lieber jetzt als irgendwann später. Und für Verkäufer heißt es, lieber jetzt verkaufen. Es gibt wirklich Prognosen, dass das Jahr 23 und 24 so die höchsten Jahre von Insolvenzen und Zwangsversteigerungen werden. Und dementsprechend werden ja dann ganz, ganz viele Immobilien auf den Markt gespült. Und je mehr Immobilien, je mehr Angebot, desto weniger die Nachfrage und desto geringer der Preis. Also momentan ist es so, dass ich um jeden Tag kämpfe, dass wir die Immobilien schnellstmöglich verkaufen, weil die Banker sagen, hey, Frau Wenck, wenn Sie jetzt nicht alles in die Wege leiten, dann wird unser Käufer diesen niedrigen Zinssatz nicht mehr haben. Das kann eine Sache von 24 Stunden sein. Und wenn ich da nicht schnell genug handle, hat der weniger Kaufpreis zur Verfügung. Ich freue mich sehr, dass auch die Supermaklerin Vanessa sich meiner Herausforderung stellen muss. Die Promi-Ausgabe von Stadt, Land, Quatsch. Vanessa, ein wunderbares Spiel. Es wird viel zu Hause auch gespielt. Anfangsbuchstaben muss immer der gleiche sein. Stadt und Land und dann gibt es ganz andere Begriffe. 30 Sekunden hast du Zeit. 5 Begriffe in 30 Sekunden, dann gibt es diese Tasse. Okay. Opera heißt diese Tasse. Okay. Modell Opera. Und wenn du was nicht weißt, gleich weitersagen. Na, ich habe viele Fragen für dich vorbereitet. Oh Gott, okay. Als Buchstaben habe ich mir das H für dich überlegt. Das ist ein angenehmer Buchstabe. Und wir starten mit der Stadt. Hamburg. Ein Land. Holland. Ein Studienfach mit H. Weiter. Etwas im Freibad mit H. Hose. Ein Hobby. Hundetrainer. Mhm, ein Beruf. Hundezüchter. Ein Star aus den 80er Jahren. Weiter. Etwas im Schlafzimmer. Hund. Ein Kosename. Hündchen. Ein Schimpfwort. Oh, da hätte ich sag doch schon gesagt. Wieder Hund. Also, das war die Hunde-Ausgabe von Stadt, Land, Quatsch. Also ich habe, das war, du warst schuld mit der Frage Ciao. Was sieben richtige, drei davon hatten mit dem Hund ich zu tun. Ich hätte mir auch echt mehr Mühe geben können, aber ja? Ich dachte, Quantität ist jetzt wichtiger als Qualität. Also ich fand es großartig, die Tasse gehört dir. Und, Dankeschön. Ich glaube, du brauchst doch noch einen Hund. Also, ja, ich glaube jetzt also auch. Also das war das Unterbewusstsein jetzt, was rauskam. Wir haben gespielt, Stadtland Quatsch, mit dir. Du hattest dabei viel Spaß. Wie gestaltest du überhaupt noch deine Freizeit? Hast du noch Freizeit? Fernsehformate, Supermaklerin, Nachwuchscoaching, Unternehmerin, leidenschaftliche Mama. Gibt es noch eine Freizeitbeschäftigung, ein Hobby, das wir noch nicht kennen? Also ich muss sagen, meine Arbeit ist wirklich mein Hobby, weil ich ja extrem kreativ sein kann, viel ausprobieren kann. Aber tatsächlich, was man, die meisten trauen es mir nicht zu. Ich bin eigentlich früher so eine Art Hippie-Girl-mäßig gewesen. Also ich war auch mit meinem Wohnmobil viel unterwegs und habe jetzt auch selber aktuell 2 Wohnmobile sogar. Und meine Vision ist es, also die ist auch ziemlich fortgeschritten, muss ich gestehen, ein Tiny House zu planen, was
ein Wohnmobil ist. Ja, also das heißt ein Haus auf einem Auto drauf, mit dem man in den Urlaub fahren kann oder drin wohnen kann oder was auch immer mitmachen kann. Aber wir nutzen tatsächlich so ein mobiles Tiny House auch wirklich, um deutschlandweit meine Termine zu koordinieren, weil ich habe ja ein kleines Würmchen, der ist erst ein Jahr alt und der muss ja immer mit der Mama mit dabei sein. Ach, du hast dieses Tiny House schon im genau. Einsatz? Genau, wir haben schon einen Prototypen gebaut und jetzt geht es also um das Thema Serienproduktion. Das ganze Projekt heißt Tiny Malisto. Also das ist quasi die perfekte Symbiose aus Tiny House, Minimalismus und Wohnmobil. Nichtsdestotrotz gibt es das Ganze natürlich auch nicht mobil, wenn man will. Dann kann man es einfach auf einen LKW draufstellen, sich irgendwo hinkarren lassen und dann ist das Haus auch schon da. Und es ist natürlich so, ich bin im Rahmen der Bundesverbraucherhilfe Vorständin hier in Deutschland und ich habe die Aufgabe, wieder bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Und daher kommt das natürlich auch. Wir haben nämlich da wirklich kostengünstig die Möglichkeit, auch energetische kleine Häuser zu bauen und letzten Endes auch in der Quantität in Deutschland zu verteilen. Und das kann sich fast jeder leisten. Die Supermaklerin Vanessa Wenk aus Karlsruhe kümmert sich um Immobilien und um Mobilien, nämlich um Tiny Houses, die auf Rädern rollen. Das Thema Tiny House, Wohnraum optimal ausschöpfen. Ist das eine Angelegenheit für die Zukunft, weil Wohnraum immer weniger wird? Ist das für dich eine Vision für die Zukunft, um die du dich kümmern willst? Definitiv. Also wir brauchen wesentlich mehr bezahlbaren Wohnraum. Und die Menschen sind jetzt auch mittlerweile irgendwie auf so einem minimalistischen Trip unterwegs. Ist dir vielleicht auch schon aufgefallen. Und wir brauchen das auch für unsere Energiewende. Also wir brauchen das für unsere Umwelt. Und wir müssen uns einfach ein bisschen mehr begrenzen. Und das ist mein persönliches Thema, wirklich auf so wenig Raum wie möglich, so viel Wohnqualität wie möglich zu schaffen. Du hast mir berichtet, im Waldstadtzentrum auf 6 Quadratmeter. Ja. Wie kann man da wohnen? Aber du schaffst es irgendwie, oder? Genau, also es gibt da ein Doppelbett, also eine Schlafetage. Ja. Es gibt einen großen Schrank, eine kleine Mini-Mini-Küche und sogar noch ein Schlafsofa und einen Tisch und 2 Stühle. Also eine richtige Wohnvision auf kleinstem Raum. Tiny House ist in Karlsruhe ein Thema. Gibt auch eine Tiny House-Messe. Genau, also da werden wir aller Voraussicht nach unser Modell Tiny Malisto auch dieses Jahr im Frühsommer ausstellen. Und ja, da bin ich schon mega aufgeregt, weil jetzt muss natürlich der Prototyp richtig perfektioniert werden. Vanessa, Tiny House als Zukunftsvision, von der Kamera wirst du begleitet, Arbeitstitel Die Wenks. Was soll denn jetzt noch kommen? Also wirklich das Thema Tiny Houses und auch dieses Modell als Wohnmobil zu bauen, das ist gerade wirklich meine größte Leidenschaft. Okay. Und ja, ansonsten arbeite ich wirklich an all meinen persönlichen Lebensbereichen, an meiner Familie. Jetzt muss ich mal wieder ein bisschen auf meinen Körper achten. Jetzt, ne, draußen kommen die Sonnenstrahlen raus. Also ja, Projekt Gesundheit, das sollte wirklich das größte Projekt für uns alle sein. Und ich weiß, mit guter Laune und Optimismus bleibt man gesund. Da hast du eine große Portion davon, Vanessa. War sehr erfrischend mit dir. Vielen Dank, alles Gute ich weiterhin. Auch schön, danke. Grüß die Family und das Tiny House. Das mache ich. Und nächste Woche, da gibt es so richtige DJ-Klänge bei mir. Da kommt ein DJ, der kommt aus Karlsruhe, DJ Loomis, der in der Welt erfolgreich ist, auf den großen Festivals auftritt. Und bei uns hat er auch eine neue DJ-Nummer dabei. Wird eine spannende Sendung. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Noch einen schönen Restsonntag. Ciao. Die Martin.